Willkommen zu einer neuen Woche Meta-Matches. Nach mehrfachem Wunsch mal wieder auf IDEO Pro. Für die Meta-Matches meinetwegen. Deckbewertungen werden nach wie vor auf Omega gespielt. Einfach guckt euch einfach die letzten Mal an. Was glaubt ihr, wie hoch die Chance ist, auf IDEO Pro ein Match zu kriegen? Random. Ja. Null. Genau. Die Liste hier ist von einem Kumpel von mir, der damit 6-0 durch die Swiss-Portion von einem Regional durchmarschiert ist. Und ja, schauen wir. Yu-Gi-Oh! Erster Gegner diese Woche ist, wieso es sind, verdammter Phönix. Stammgast in der Hinsicht und wir dürfen anfangen. Hey, obwohl ich nicht random Schienerschein-Papier-Funktion habe. Na dann. Das funktioniert. Dann Summon Fenrir-Effekt. Haben wir tatsächlich ein paar Optionen in Deed mit dem Blatt. So, nein, der Nicht-Lanze. Boah, das ist Resolve. Ja, dann Unicore. Ja, das hier Unicore war Activate Birth, Normal Summon Unicore-Effekt. Das ist eine ziemliche Umstellung gerade vom Interface, möchte ich kurz anmerken. Ich will da eine mittlere Maustaste auf die Karten klicken, damit ich das große Bild sehe. Mhm. Egal, aktivieren. Ja. Für so. Theosis, dann Theosis auf... Achso, ja. Ich hab oben auf die Karten angeguckt. Theosis, bitte. Theosis auf sonst was, ist glaube ich egal. Ja, was wir holen wollten, ist weder Erde noch Wind, also... Ja, wir holen eh Feuer, also eben. Von daher. Insofern gibt sich nichts. Ja. So, Namen Rise Hard. Dann Overlay auf Shangri-La. Nip existiert nicht. Nee. Haben wir einfach nicht so entschieden. M1. Dann Overlay Shangri-La. Gibt's noch mit in die Extra-Monsterzone zu packen? Tun wir nicht. Wir legen nachher den Arisert in die Extra-Monsterzone. Okay. So, dann jetzt Rysard Effekt. Und legt das Bang weg. Da. Ja. So, dann triggert mal Shangri-La und es triggert Big Bang. So. Ich glaube, wir klemmen mal unter der Extra-Monster-Zone, und zwar unter der linken. Machen wir mal zu. Ja. Okay. Und Bang, dann bitte Big auch. Bang. Genau. Fenrir auf die Hand und auch specialen. So, und specialen. Mhm. So. Dann Prosp. Ah ja, stimmt, den haben wir ja auch noch. Ah! Andersrum, erst Arisert hätte man bauen müssen. Ich bin dicht. Ups. Ja gut, wir banishen es halt nicht Arisert. Aber ja, klar, weil wir Arisert auf dem Feld haben wollen, damit wir den Effekt triggern mit dem Banish. Ja. Ja. Schon spät. Ja. Ja gut, Ups. Wir suchen nichts bestimmt. Das erreichen drei ja eigentlich. Nee, sechs. Sechs, sechs, sechs. Okay. Also, Goliath weg. Dann weiter. Einer der beiden Zeus weg. Nz weg. Garura weg. Flare Metal weg. Und wahrscheinlich der Infinite Track weg. Wie ist es mit Dracozac into Cherubini? Wieso Cherubini? Keine Ahnung. Achso, weil wir das mit den Tokens holen könnte. Ja, theoretisch ginge das, aber nein. So. Der Shifter kommt zu spät. Wir kriegen diesen einen Spell nicht aus dem Friedhof raus, ne? Ja, dann einfach Imperm oder geben wir viel Spells in Magluidi? Ich glaube nicht, dass es zielführend... Also wir könnten den Field Spell nehmen für Follow-Up, aber ich glaube fast... Imperm ist halt einfach Imperm. Ja, wobei,
Nee, lass den Fieldspell nehmen, weil die Chance, dass wir hier sterben, ist relativ gering und der Fieldspell ist halt garantiertes Follow-up. So, dann jetzt Dann. aber Arise Heart. Ja. Arise Heart über den Rise Heart drüber. Und in die extra Monsterzone bitte in die rechte. In die hier, ne? Ja, und in Death. Ja, ist ja gleich bei. So, dann Set Lanze, go. Set Lanze und Set Prosp. Sehr gut. So, ja. Ich. Ja, Unicorn, oder? Ja. Für Ja, ja. maximalen Mittelfinger. Ja. Ich dachte gerade nicht, dass wir einen Thrust reinspielen, aber wir haben eine Arise hat. Wir spielen immer einen Thrust rein. Eben. So. Ja, Unicorn. Wie war das immer Unicorn, nicht? Obwohl es Unicorn heißt, weil wir es einfach gewohnt sind von diesem einen Nightmare. Obwohl Unicorn eigentlich überhaupt kein Wort ist. Okay. Nibiru war es keiner. Und jetzt? Ich glaube, das Set war ein Missclick. Wenn das ein Spell ist, ist das egal. Wenn das ein Quickspell ist, ist das bitter. Aber gut, schauen wir mal. Ich würde mal kackendreist auf Missclick tippen. Oder es ist Dark World. Was gibt's denn jetzt zu überlegen? Welchen Danger? Okay, was gab's dann einfach so direkt nach dem Raidern die Karte runterzusetzen, Radian, und dann zu überlegen? Keine Ahnung. Oder sie überlegen immer noch, ob sie hier den taktischen Scoop fahren. Weil, wenn sie jetzt was aktivieren, dann können wir ins Extra-Deck gucken und dann sehen wir, was Phase ist. Na? Also man könnte hier auf jeden Fall für den taktischen Scoop argumentieren. Nee, das Nein, ist Unchained. Unchained. Okay. Wir hatten doch neulich Unchained mit irgendwas kombiniert, was waren das? Irgendein anderes Fiend-Deck war das. Ja, Unchained hat jetzt auf jeden Fall einen guten Buff in Dune bekommen. Ich weiß da nicht genau was, ich weiß nur, dass sie Support bekommen haben. Von daher, ja. Ja, Okay. hat er. Könnten wir hier nicht verhindern, selbst wenn wir Imperm hätten, weil triggert ja aus dem Friedhof. Jupp, da ist der Große. Was fliegt? Ah ja, macht Sinn. Uah. Schau, dass die nur der Mainphase triggern. Oder? Nee, aber nicht in Damage Step, darum, so meinte ich's. Ja. Was jetzt aber witzig ist. Okay, das muss wohl der neue sein. Lesen. Target You can one. target. Then you can destroy. If this card is in your graveyard, you can target one Fiend Monster. Okay, wenn wir es einfach dem hier Lanze geben, soll der nicht wiederkommen können, weil er schon gespecialt wurde, diesen Zug, oder? Ja, also wir würden mal gerne im Damage Step dann. Also noch nicht. Warte ich mal kurz. So. Battle Phase immer noch nicht. Jetzt. Ja. So, 800 Attack bitte weg. Tschüss. Jo. Den hat er nicht mehr gebraucht. Und wie gesagt, wurde diesen Zug gespecialt, das heißt, er kommt nicht wieder. There we go. Easy. Easy clap. Ja. Ja. Okay. Okay, wir spielen gegen Unchained, die jetzt wahrscheinlich anfangen wollen. Vielleicht. Stimmt, es ist Unchained. Die könnten auch Second gehen wollen. Also ich würde sagen, wir machen mal die drei Cosmics, weil die kann man auch runtersetzen, wenn es ist. Ja. Ich meine, Bell hat ein paar Das noch Targets. gegen den Haufen nur so Medium. Bell ist ziemlich gut. Ja, lass mal Bell reintun. Okay, so nur noch sechs raustun. Lass mal Shifter raustun. Shifter ist gegen das Deck sehr Medium, weil die sagen alle, wenn sie zerstört Und werden. nicht zerstört auf den Friedhof, stimmt.
Lanze ist, glaube ich, auch nur so medium Die hat halt, ja, die hat witzig. halt jetzt funktioniert, aber ansonsten ist die eigentlich nicht so geil. Buch ist gut, Buch ist gut. Ja, lass mal Lanze raustun und den Vetter das da raustun. Ja, weil Feather das da hilft ihm mehr, als das ihm schadet. Okay, schauen wir mal, ob das was wird. Ja. Okay, wir haben eine Ashe, wir haben eine Imperm, wir haben den Cosmic. Und keine Engine. Also schon, aber Ja, nicht gut genug. Details. Schuhe. Jo, Standard Unchained Zeug. Ui. Ui, das ist ein Brick. Ich beklag mich nicht, Schuhe aber Buddy. das ist ein Brick. Das ist sowas Schuhe von ein Buddy. Brick. Also, ein Vollbrick ist es nicht, aber geil ist auch was anderes. Außer er hat zwei Anti-Spells. Ja. Aber er muss ja einen Grund gehabt haben, das zu machen, weil er hätte ja auch normen können. So ist ja nicht, ne? Also er muss ja noch was haben. Ja gut, der hier triggert. Ah, er musste eine Genau. Karte zerstören, sonst kriegt er den Eben, nicht. Ja. genau. Ist er nö? Oh, okay. Ja? Lesen? Was rennen die jetzt? If this card is special summon, you can add one unchained monster from your deck or graveyard to your hand. If a card you control is destroyed. Also, wenn wir das jetzt einfach ashen. Das wäre auf jeden Fall ein Plan. Das eschen wir sowas von. Das bringt leider nichts gegen den. Ja, das muss dann mal in den Cosmic. Ja, das müssen wir mal ketten. Oder gibt's ein Argument, jetzt einfach Cosmic aufs andere zu schießen? Ich denke mal, dass da eine. Un also, es liegt wahrscheinlich keine Unchained Trap da, ansonsten hätte er die kaputt geschossen. Aber der Anti-Spell würde uns schon auch nerven. Also, jetzt in dem Zug nicht, weil wir keinen Spell haben, aber. Ja, Theosis Birth, ja, wir müssen ihn kaputt machen. Eben. Ich habe nur gerade halt kurz überlegt, Aber das so. ist gesagt, er hat keine Hemmung, Fragrance kaputt zu schießen, sondern noch ein Fragrance hatte. So, das Ding ist jetzt, wir haben jetzt trotzdem keine Engine. So kannst du nochmal was anderes aus, wenn du gesucht wirst. Nö. Du, der Special was vom Friedhof. Ja, wenn was, ja, aber wenn was kaputt geht, während er im Grave ist. Aktuell ist er weder im Grave noch haben wir vor, was kaputt zu machen. Okay, also wir können jetzt Rise Hard normen, aber. Ja, das Big Bang kann auf dem Feld nicht viel, ne? Genau, ja nicht. Nee, ich glaube, das ist ein Set 2 und Pass. Ich würde mal die Imperm vorsichtshalber gegenüber seiner Dings da legen und dann einfach das Book runtersetzen und dann go. Ich Schauen sehe wir jetzt einfach mal. nicht den Benefit des Rice, den Ryzer zu beschwören. Ja, der ist schon ein bisschen volatil. Und wir kennen halt die neuen Unchained-Karten auch nicht, insofern. Au. Ja, gut, das überleben wir. Da schau einer, guck. Ha! Ey! Hi! Und schon war's gut, Ja, Weiß hat grüß nicht zu dich. holen, ne? Warte. Warte, 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 warte. Worauf? Das Ding ist, ich habe jetzt so gerade, ich überlege gerade nur, ja? Ich überlege gerade, ob es ein Argument dafür gibt, jetzt erstmal Imperm zu machen. Einfach deswegen, weil, wenn das da unten ein Strike ist, oder irgendwas, oder ein Judgment oder so, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Und wir sind gerade so weit vorne, dass ich glaube, wenn wir die Verdeckte jetzt einfach proaktiv abstellen und dann unseren Zug spielen, kann da nicht schief gehen. Ja gut, es könnte halt ein Handjob noch kommen, aber dann haben wir immerhin noch einen Fenrir auf Aber der Hand. was? Ja, halt Was soll kommen? irgendwas ist in Search verhindert, aber das ist halt erst als Aber Einzige, selbst was wenn kommen ist das kann. okay. Oder ein Ogre, weil das glaube ich irgendwie nett. Nee. Ja, dann lass es bitte proaktiv Imper machen. Ja. So. Special Fenrir. Und Effekt. Gehen wir erst Battleface oder gehen wir erst Effekten? Ich würde erst Effekten, die sind halt nicht alles abgestellt hier. Also. Ja, und ein Wähler kassiert er sowieso. Eben, Ja, okay, also. dann Effekt.
Ja, oder Ash. Ja, Sure. von mir aus. Sag, musst du ein Monster Ja, kaufen oder es so ist irgendwas? offene Karte. Also wir können entweder jetzt das Ding banishen oder wir gehen in, oder wir. Ja, aber meint es, Ja. weil ich meine, der will ja ein Friedhof sein, also kommt er bestimmt nicht in den Friedhof. Eben. Nee, ich meine, es ist egal, ob wir jetzt das Ding jetzt abräumen oder in die Battleface gehen, dann ist auf Attack Declare abräumen. Weg ist es so oder so. Es ist insofern nötig, dass wir jetzt nicht unbedingt mehr in der Battleface-Fenrir noch haben müssen. Wir können was anderes machen mit dem. Ja, jetzt ist die Frage, wir Rysehard beschwören, Effekt machen und in 7er gehen. Wäre das Einfachste. Wir könnten in den 7, wir könnten in den Dark Abend gehen. Die letzte Verdeckte kaputt machen, meinst du? Wie liest er sich nochmal? Der kann eine Karte kaputt machen, einfach so. Detach. Und er kann nicht angreifen. Then banish one card you control from your graveyard. Also wir haben aber gerade nichts drin, was wir wirklich banishen wollen, ne? Nee, weil wir ja Big Wing noch auf der Hand haben. Also Dagan würde uns gerade nicht wirklich weiterbringen, da würde Ryza wahrscheinlich mehr machen. Arise Heart können wir nicht bauen. Also stimmt, er brauchte drei. Ja, ich würde über den Boy dann Zeus drüberlegen. Ach, ja gut, aber da kann ich angreifen, ne? Wenn wir den Effekt benutzen. Ne? Das ist ein bisschen doof. Ich meine, wir können auch einfach Shangri-La Pass machen, theoretisch. Das ist halt auch nur so halb geil. Flare Metal kann angreifen, der macht halt ansonsten straight nichts. Dracozac kann, glaube ich, auch nicht angreifen, oder? Genau, der kann auch nicht angreifen, wenn man den Effekt benutzt. Ich bin fast ein Freund von Shangri-La Pass Dann machen hier, wir oder? Shangri-La Pass. Ja, weil der kann ja einen Unicorn holen. Ja. Ja. Dann Normal Summon. Nee, Special Summon. Ja. Special. Achso, angreifen wollte man noch. Na gut. Okay, wir haben nur einen Big Bang, also. Ich glaube, man banisht hier Birth. Okay. Weil falls wir dann später mal eine Theosis gebanisht kriegen, kriegen wir Birth wieder zurück auf die Hand. Ja, macht Sinn. Okay, dann Angriff. Ja. So, und der Große. Ja. Das Ding ist halt, wenn es jetzt. Wir haben ja um Strike rumgespielt. Wenn es jetzt wirklich ein Strike ist, Ist immer noch nicht dann. aktiv. Genau, dann ist er jetzt immer noch nicht aktiv. Und zwar in seiner Stamperface kann er da zwar gerne Strike machen, dann kriegen wir kein Fenrir aus dem Deck, aber es passiert ja doch sonst nichts. Wollen wir Big Bang runtersetzen? Ich glaube. Was hat er nochmal gemacht? Achso, wenn wir nichts müssen, dann jetzt zwar noch mehr Monster hat. Doch komm, ja, warum nicht? Ja. Weil das R2 Monsterboard ist so eine von den Möglichkeiten, wie wir das hier noch verlieren. So, So, dann ja. Effekt. So, nächster Fenrir oder Unicorn ist die Frage. Wahrscheinlich Fenrir. Ich hätte jetzt exakt Unicorn, weil Theosis. Ja, können wir. Okay, dann Unicorn. Nichts gezogen. Was? Die bricken gegen uns? Ich habe was ganz was Neues. Ja, echt mal. Ist doch sonst Also, immer andersrum. so stand das nicht im Skript. Ja, nehmen wir. Ja. Okay. Dann, bis Mittwoch. Bis Mittwoch. I'm not going to be able to do that.